bin Christoph Eschenbach schon vor 30 Jahren begegnet. Damals war ich noch Student. Ich finde es ungeheuer spannend, ihn jetzt wieder erleben zu können nach 30 Jahren, nachdem er mittlerweile zum internationalen Weltstar avanciert ist. Und ich empfinde es als ganz großes Glück, dass wir es geschafft haben, ihn jetzt zu uns zu bekommen.